Jetzt geht es los. Letzter Kampf insgesamt für uns. Vielleicht auch für das Let's Play. Wer weiß, wie lange ich noch spielen muss. Gegner Garados. Typ Drache und Wasser. Dann setzen wir Schlitz ein. Oh, Hornbohrer. Will er mich verarschen? Jeder, der Top 4 hat, Pokémon, die Hornbohrer besitzen, Volltreffer. Oh. Nicht viel abgezogen. Und Hornbohrer schon wieder. Und es trifft. Das ist. Das versaut das ganze Spiel. Und es ist einfach unlogisch, dass Hornbohrer dann beim zweiten Mal trifft. Ganz ehrlich. Ja, dann nehme ich natürlich Ampharos. Aber innerlich bin ich gerade deprimiert. Weil. Ja, wie soll ich sagen, Hornbohrer immer trifft. Das finde ich aber nur schlecht. So, Donnerschlag. Zieht alles ab. Und damit bin ich Level 44. Bing, bing, bung, bung. So, das nächste Pokémon ist natürlich ein Dragoran. Deswegen nehme ich für diesen Kampf ein Ho. Der leider Blizzard. Ne, der erste hat noch keinen Blizzard. Das weiß ich, glaube ich. Der erste hat aber Windhose leider. Damit trifft er und das war jetzt doof. Komm schon, Volltreffer. Oh. Hyperstrahl. Finde ich ganz in Ordnung, wenn das nicht so viel abzieht. Nämlich dann Genesung. Ah, es geht. Los, Volltreffer. Hm. Wäre nicht schlecht. So, nochmal fliegen. Er nimmt wahrscheinlich wieder Windhose. Ne, Hyperstrahl. Dumm. Es wird aufzuregen, endlich. Es kostet nur unnötig Zeit. Tod! Geil. Sieht gut für uns aus. Dass wir jetzt das endlich schaffen könnten. Nächste Pokémon ist Dragoran. Ich tausche zu Ampharos, weil die nächsten Dragorans Blizzard haben. Das ist gefährlich für mein Pokémon. Das will ich ihm nicht zumuten. Er soll ja nur nicht abkrepeln, sondern Ampharos. Der ist nicht so wichtig. Hornbohrer. Okay, so auf diese Art nicht. Das wäre etwas deprimierend und peinlich. Beiderseitig. Ui. Donnerwelle nehme ich mal. Oh, fuck, habe ich Angst, ey. Das trifft, das ist so unfair eigentlich. Oh, wieder nicht getroffen, Gott sei Dank. Komm, Volltreffer. Diese Dragorans sind gefährlich. Die sind arschgefährlich und tot. Super. Nächste Pokémon ist bestimmt nochmal ein Dragoran. Er hat noch ein Aeroactyl und dafür brauche ich Ampharos unbedingt. Deswegen nehme ich wieder Ho-Oh. So ein Hin und Her switchen. Ich weiß jetzt. Oh, verdammt, der ist auch 50. Ich denke mal, Blizzard würde nicht alles abziehen. Das wäre ja übertrieben. Feuersturm. Ich hoffe, das ist normal, aber ich denke, es ist nicht sehr effektiv. Das wäre doof. Scheiße. Verbrennung. Wutanfall. Schwach. Und daneben und fliegen. Oh, scheiße. Das sieht jetzt, glaube ich, noch mehr ab. Nee, doch nicht. Top-Genesung. Will er mich verarschen? So ein alter Cheater. Hätte ich das gewusst, toll. Das war jetzt umsonst fliegen hier. Jetzt sieht's gefährlich für mich aus. Oh. Ist jetzt nochmal gut an Fall ein. Oh, scheiße, ey. Zieht's noch mehr ab. Oh. Nee, doch nicht. Egal, Genesung schnell. Ja. Jetzt wieder gut an Fall ein. Sieht nicht viel ab und jetzt Genesung. Damit sind meine Kappis wieder aufgefüllt. Und ich denke mal, wird er noch verwirrt oder so irgendwie? Nee.
setzt die Attacke immer und immer wieder ein. Dieses Mal wieder so schwach. Gut, fliegen. Das Gute ist, er hat später keine Top-Genesung mehr und er ist jetzt verwirrt. Das ist genial. Schlägt sich auch noch selber. Oh, geil. Und fliegen trifft nicht? Was? Fliegen hat bisher immer getroffen. Egal, er schlägt sich wieder selbst. Und dann setze ich eben nochmal Fliegen ein. Sieht sehr gut aus. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Nicht mehr verwirrt. Hyperstrahl trifft nicht. So, Fliegen. Trifft. Dragoran tot. Vielleicht 53? Fragezeichen. Ui, boah, verdammt. So, der letzte ist Aeroactyl in seinem Verbannter. Da nehme ich natürlich Ampharos. Das ist perfekt. Passt gut. Sie alles ab. Ja. Was? Nein. Ja. Das müsste es jetzt gewesen sein. Also nicht für mich, meine ich jetzt. Oh, Scheiße. Ah, geht doch. Ja. Aeroactyl ebenfalls. Tot. Tot. Wow, fast 45. Letzte ist ein Glurak. Das passt gut, weil das... Das passt sehr gut. Oh, komm schon, lass mich anfangen. Hornbohrer, geht daneben! Ja, los, Donnerschlag, zieh alles ab. Ja. Ja. Nein. Schade. Donnerschock. Es bleibt spannend, dass jetzt alles abzieht. Ja. War ein Volltreffer leider, aber er muss eine Runde aussetzen. Und ich denke mal, das war's jetzt. Wir haben gewonnen. Boah. Ich hoffe, er hat keinen Top-Genesung, das wäre nämlich scheiße. Leute, Feuer! Das alles abzieht, ich weiß es nicht, ich denke schon. Und wir sind sogar noch 53 dann. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gegen Totolo nochmal spielen, aber glaube ich nicht, nein. 53, meine lieben Damen und Herren, YouTuber natürlich. Sherb Siegfried wurde besiegt. Ab jetzt lese ich wieder vor. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Unglücklich, dass ich denn... Na, eines neuen Champions miterleben durfte. Daniel erhält 5000. Wow. Du bist sehr stark geworden, Daniel. Deine Pokémon haben deine Stärke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Okay. Was wenn die jetzt schon wieder... Oh, nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst... Ich komme ja schon. Oh, Daniel, es ist schon lange her. Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastikalisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Daniel. Ein Interview mit dem neuen Champ. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Daniel, komm du mit mir. Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Oh Gott. Die rastet aus. Ich war schon lange nicht... ich war doch schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeiten gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs, eines Trainers, der Leidenschaft und für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolge auf Ausdauer und Entschlossenheit basieren. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Ja, okay, jetzt will ich nicht mehr vorlesen. Das dauert zu lange. Genial. Da haben wir Mogelbaum. Oh, die ID-Nummer ist auch dabei. Will das jemand wissen? Nein. Okay, ich glaube, damit ist das Let's Play beendet. Und wir haben jetzt Pokémon Gelb fertig. Pokémon Gold. Vielleicht kommt bald Smaragd.
Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal in die Sommerpause gehen. Das heißt, in den nächsten, mindestens in den, na, ich guck mal kurz hier aus der Hätten rum. Ihr seht das jetzt hier, ach scheiße, nee, mach ich doch lieber weg. Mal überlegen, heute ist der 14.06. Am 14.07.08. Am 1.08. mache ich dann weiter mit den Let's Plays, das heißt, ja, ein Monat und ein paar Tägchen, ja. Fast zwei Monate, eher gesagt. Ich habe 158 Pokémon gesehen und 14 besiegt. Professor Eis Bewertung. Du Arsch, du bist hässlich und steckst. Hey! Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen des Let's Plays Pokémon Gold. Und wir sehen uns dann im September wieder.